Ach ja, Julian, was hast du schon wieder ausgeheckt? Willkommen, legen wir gleich los, ohne großes Tarara. Ach, Julian. Also, wir können das ja das ein oder andere Mal machen, aber wenn du das ständig machst, vor allem in der Arena, wird das ein bisschen... ach ja, was soll ich dazu sagen? Auf jeden Fall, das, was ich schon mal sagen kann, ist, dass wir diesen Kampf vielleicht verlieren werden. Gut, wir haben zwar mit ihm einen Vorteil, dass wir mit Jake Pflanzenattacken abwehren können, aber ja, den Kampf, denke ich mal, werden wir nicht gewinnen. Auf jeden Fall werde ich... Oh, das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Haben wir vielleicht noch einen Belieber oder so? Nee, haben wir nicht mehr. Okay, ich werde diese Runde aber trotzdem noch nutzen, um ihn zu opfern, weil, wie gesagt, das muss gleich alles Jake machen. Och, greif doch jetzt endlich mal an, Mensch. Wie gesagt, Captain Rex ist jetzt nur da zum Hinhalten. Dank, Julian! Wow, aber es war jetzt ein Volltreffer. Okay, jetzt ist er ja, denke ich mal, besiegt. Ach ja, ich weiß nicht, was der damit schon wieder bezwecken will, aber... Ja. Oh, das zieht auch... Bitte fünfmal. Einmal möchte ich, dass Kugelsaat fünfmal trifft. Einmal. Und dann trifft es nur viermal. Ah, haben wir noch so eine Singelbeere? Ja, haben wir. Dann werde ich die jetzt benutzen, um ihn zumindest ein bisschen zu heilen, weil ich habe jetzt keinen Bock, nochmal einen Trank zu verwenden. Und toll, jetzt hört man das auch noch. Wie er irgendwer auf Facebook schreibt. Das nächste Mal logge ich mich da aus. Oder wisst ihr was? So, so ist es besser. So, wie gesagt, was er damit bezwecken will, weiß ich nicht. Ja, fühlt sich bestimmt richtig cool und so. Meint mich da vor unverhoffte Tatsachen zu stecken, aber ich werde da schon noch irgendwie einen Weg finden. Und das sieht man ja auch schon. Fällt Jake nicht da, dann hätte ich wahrscheinlich absolut keine Chance, aber so. Aber das schwöre ich dir, oder? Hey, ich glaube, ich weiß warum. Ich weiß warum. Wegen Celebi. Das fand er bestimmt gar nicht nett, dass ich einen Celebi gefangen habe. Das hat er bestimmt gemerkt. In der Box, denke ich mir mal. Und, ja, ne? Wenn er meint, dann ja, meint er das halt. Aber, na, nicht mit mir. Oh, muss dieser Knosp mich jetzt nerven. Ich habe leider nichts, wo ich ihn wieder aufwecken kann. Es gibt ja auch leider keine Pokeflöte oder so. Die gibt es ja nur in Feuerrot und Blattgrün, die ich sehr gerne hätte. Aber da fällt mir auch nochmal ein, Glumanda bzw. Glutexo lernt nur in Feuerrot, Blattgrün, Metallklaue. Was ich in den anfänglichen Parts da geredet habe, das war Unsinn. Hat nichts Sinn gehabt. So, oh, Feuerzahn. Sehr nice, die werde ich ihm beibringen. Ich denke mal, da können wir auf Kratzer verzichten. Auf jeden Fall, wurden wir das ein oder andere Mal gefragt, was es mit diesem Namen auf sich hat. Und ja, ich glaube, das ist unserem netten Kupan vielleicht ein bisschen unangenehm, wenn ich das erzähle. Aber wenn er mir schon so meint, mich bloßzustellen, da kann ich mir auch nicht helfen. Also, Lukas, den solltet ihr ja kennen. Mein Kollege, der ja öfters mal dabei ist. Ja, eigentlich war es auch anfangs so geplant, dass es eigentlich ein Three-Gather sein soll. Aber, das ging dann leider ein bisschen schief. Mehr Details möchte ich da nicht nennen. Auf jeden Fall solltet ihr ihn, Lukas, kennen. Ich war ja auch schon das ein oder andere Mal bei ihm. Genauso wie ich auch bei Julian schon mal... Na, wobei, Julian war bei mir dabei. Ich war aber noch nicht bei Julian dabei. So, und zu Takero könnte man sagen, ja, ich habe eigentlich kaum, besser gesagt, gar kein Verhältnis zu ihm. Das hat eigentlich nur Julian. Aber da gab es so eine kleine Story, die ein bisschen, wie soll ich sagen? Auf jeden Fall wird erstmal die Blume richtig gedreht, sodass wir zum nächsten Trainer kommen. Ah, da darf ich jetzt alle Trainer machen, aber gut. Ja, dreh noch langsamer. Dankeschön. So, genau. Moment mal, hat er das eigentlich gesehen? Oder, also wenn er das freigelassen hat, dann weiß ich nicht, was er... Also dann,
Und dann könnte. Stimmt, hier gibt es auch die Namensbewerter, genau, genau, ich erinnere mich. Ich erinnere mich ja an diese Stadt, ewige Naue. Ja, ich möchte auch hier bald unser letztes Teammitglied fangen, aber da brauchen wir noch den Zerschneider. Aber vielleicht schaffe ich das ja noch in diesem Part. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, aber na gut, die Arena-Leiterin, die ist nicht ohne. Aber gut, wir haben ja zumindest einen Feuerstarter. So, hat er das bemerkt? Ah, ich weiß es nicht, ob er es bemerkt hat. Auf jeden Fall ist Zeldabi noch hier in der Box drin. Wenn er das nicht bemerkt hat, habe ich aber auch schon eine Idee. Die sich gewaschen hat. Naja, wobei, ich kann mir noch viel krasseres ausdenken, als das, was ich gerade im Kopf habe. Gut, ja, ne? Ist klar. Ach, und er hat noch nicht mal das Item mitgenommen. Also, sag mal. Na gut, es ist natürlich auch nur, in Anführungszeichen, ein Supertrank, aber trotzdem. Was hat er denn gemacht? Er hat den Wald abgeschlossen. Ist ja ganz schön und so, aber... Naja. Was sagt unser Team? Irgendwas Besonderes? So irgendeine neue geile Attacke? So? Na, natürlich nicht. Auch nicht. Auch nicht. Nö. Also, manchmal frage ich mich ja schon, was macht er eigentlich? Also, ist jetzt natürlich kein Vorwurf, aber... Weil, wirklich Attacken können die ja alle nicht. Moment mal. Das ist mir auch noch so eingefallen. Oh, aber ich habe schon... Na, das sieht schon mal nicht ganz so schlecht aus. Aber ein bisschen kam ja auch von mir. Aha. Oh, wir haben 5 Supertränke. Das ist auf jeden Fall dann doch ganz okay. Ja, die hat sich nichts geändert. Ja, hier auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. So. Wozu gibt's denn ein Tagebuch? Um zu sehen, was so gemacht wurde. Ja. Kampf mit Anne bei Evi, genau. Ja, also alles nichts Besonderes. Gut, damit wir das mal ein bisschen aktualisieren, werde ich mal kurz speichern. Und dann werde ich mal kurz gleich resetten. Und damit wir zumindest für das nächste Mal, das werde ich jetzt auch immer machen, ein bisschen nachforschen können, weil, ja, so langsam bekomme ich da Angst, was er da treibt. Wie gesagt, alles kein Vorwurf, aber... Och, mach's mal jetzt mal schneller hier. Meine Güte, geht doch. So. Wie gesagt, kurz resetten und dann geht's gleich weiter. Gut, so, und dann geht's weiter mit der lustigen Arena. Aber ich weiß nicht, was er gemacht haben soll, ganz ehrlich. Naja, ich werde es ja irgendwann im Part sehen. Ihr wisst es ja schon längst und lacht euch bestimmt schlapp, dass ich so abgehe. Aber der wird sich schon noch wundern. Ja, die beiden sollten wir mal trainieren, aber. Ach, ich hab die doch selber trainiert, der hatte nichts gemacht. Nichts. Ah. Naja, nicht drüber aufregen. Wir konzentrieren uns auf unseren Part. Und das heißt, mit Pflanze uns irgendwie zu arrangieren. Oh, jetzt haben wir... Nee. Ja, es wird bestimmt für euch richtig spannend werden zu sehen, weil, ja, wir überhaupt keinen Vorteil haben. Und jetzt reicht's mir. Jetzt werde ich mal ein bisschen schneller machen. Ich mach's zwar eigentlich selten, aber Julian macht das. Und wenn er mich schon paralysiert, danke für den Volltreffer. Das habe ich natürlich gespürt, dass er einen Volltreffer macht. Das ist natürlich Glut! Danke, das ist was, was wir unbedingt brauchen. Schuss mit Silberblick. Oh, danke für Glut. Das ist was, was ich unbedingt gebrauchen kann. Ja, wir bleiben mal drin. Weil damit können wir uns jetzt ziemlich gut gegen die Pflanzen-Pokémon hier wehren. So. Säure. Wie viel zieht das ab? Ganz schön viel. Aber gut, Blut ist bestimmt... Okay, du kommst raus. Nee. Du hast nur... dich können wir eigentlich komplett vergessen. Ja. Da kann ich nichts anderes machen, als ihn wieder reinzubringen. Ja, Feuerzahn. So. Oh, Shaker rein. Ja gut, um dich zu trainieren, mache ich das jetzt einfach mal so. Vor Chelkereien habe ich eigentlich wenig Angst. Vor allen Dingen, weil wir einen Feuerstarter haben. Oh, Fluch. Naja gut, dann greife ich eben speziell an, von mir aus. Wenn du halt eben mit deinem Fluch meinst, mich zu nerven, dann geht das auch so. So, und jetzt kommt noch ein Reptain. Coole Sache. Reptain, finde ich, ist einer der geileren, finde ich. Doch, ich finde, das ist cool, die Weiterentwicklung von Gekavor.
Ja, dazu sage ich gar nichts. Oh! Das finde ich ja noch besser, dass er sich sogar direkt entwickelt. Und ich hätte gewusst, dass ich das auch direkt gemacht beim letzten Training, dass er sich auf Level 25 entwickelt. Naja, gut. Draschel! Richtig cool. Cool. Nach jedem Sieg, ja, kennen wir schon, dass sich die Springbrunnen entfernen, dass wir nämlich wieder die Abkürzung zum Pokémon Center haben, bla bla bla, kennen wir schon. Aber wie gesagt, wenn Julian das meint, dann kann ich das auch. Und er wird das schon noch das sehen. Ich werde dann nämlich ein paar Pokémon in die Box ablegen, wenn er dran ist. Und das würde nämlich so passen, wenn wir jetzt das gut schaffen und ich jetzt mal, wie gesagt, auf die Speed-Taste haue, dass wir dann auch noch unser nächstes Teammitglied fangen. Oh, der weg. So, ich weiß nämlich auch schon den Namen. So, jetzt möchte ich endlich mal da zum Pokémon Center. Dankeschön. Und mich wieder heilen. Wegen unserem lustigen Julian, unserem Draschel. So. Ich werde ihn auch einfach weiter benutzen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das mit den anderen machen soll, ganz ehrlich. Gut, natürlich noch Jake, also unseren Starter, aber der hat schon genug Erfahrungspunkte, der braucht es nicht unbedingt. Und wenn er schon eine Feuerattacke hat, dann umso besser. Ja, 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 quatsch nicht mit lieblichen Duft. Sonflora ist überaus schwach, vor allem in die Vorentwicklung. Wie viel ziehst du mit Kopfnuss ab? Deutlich mehr. Allerdings nerven mich Verwurzler. Naja, egal, dann nehmen wir eben Kopfnuss. Kapilz. Okay. Wie gesagt, Sonnenkern ist richtig schwach. Sogar noch schwacher als, Tempohieb. Sogar noch schwächer als, Karpador. Und das ist ja schon allgemein als sehr, sehr schwach. Aber gut, Venufliebis, da wechseln wir einmal kurz zu Space Light, aber den halte ich natürlich nicht drin, nur damit er jetzt auch mal ein paar Erfahrungspunkte kriegt. Sondern wir gehen natürlich jetzt zu unserem Jake. Wenn du meinst, mit Verwurzler irgendwas zu reißen, du bist jetzt gleich sowieso weg. So. Ach, noch ein Kapaloris. Oh, 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 oh. Kapaloris ist natürlich jetzt weniger geil. Ja, komm. Da werden wir schon irgendwas... Ja, Drachenwut, genau. Ja, greif ruhig mit der Staune an. Juckt mich nicht. Kapaloris ist ganz schön nervig und deshalb habe ich jetzt das einfach mal so gemacht. Ja, ja, quatsch nicht so viel mit Blumen. Oh, ich muss jetzt schnell machen, damit ich meinen Plan in die Tat umsetzen kann. Mach schneller. So, jetzt muss ich natürlich mich schon wieder heilen gehen und das, wisst ihr was, wir sehen uns gleich wieder. So, und da wären wir. Und es geht auf gegen die Arena-Leiterin. Und vor ihr habe ich echt ein bisschen Bammel, weil die, ja... die ist nicht ohne, um es mal so zu formulieren. Ja. Wir haben echt keine andere Wahl, als ihn zu nehmen, Julian und halt Jake. Ja, dann werde ich aber auch noch trainieren. Das hat aber gedauert. Ich bin die Leiterin von Ewigenaus Pokémon-Arena. Mein Name ist Silvana. Mach dich auf meine Pflanzen-Pokémon gefasst. Schon als ich dich zum ersten Mal sah, wusste ich, dass du es bis zu mir schaffst. Und ich bilde recht. Schon an deiner Nasenspitze erkennt man den Gewinner. Ich habe das Gefühl, wir werden viel Spaß haben, auch für den Kampf. Wie gesagt, mit Glutexo, denke ich mal, sind wir eigentlich auf der positiven Seite. Aber unterschätzen möchte ich sie nicht. Vor allem, wenn sie 5 Stück schon hat. Okay, und sie beginnt mit Tropius. Das ist schon mal interessant. Hatte ich auch schon in meinem Smaragd-LP. Was übrigens Julian war. Was für ein Zufall. Oh Gott, und das zieht so wenig ab. Ja, ich mach mal schneller. Sonst sitzen wir hier, wie gesagt, noch morgen dran. Und es ist verbrennt. Wunderbar, dann kann ich das mal eben nutzen. Und mal einen Trank verwenden. Auf jeden Fall hatte ich ja auch Tropius in meinem Smaragd-LP. Und ja, es ist nicht ohne das Ding. Habt ihr gesehen, dass Glut wenig ausrichtet. Gut, natürlich hat es bei Julian, also bei Draschel, keinen Step. Aber ach, auch ein super Trank. Cool. Haben wir die Runde beide für Heilen genutzt. Dann kriegst du mal eine Kopfnuss rein. Aber ist sein Spezialangriff, sein normaler Angriff höher als sein Spezialangriff? Oh, nee. Gut, immerhin schadet ihm ja auch die Verbrennung, aber... Das nervt jetzt schon so ein bisschen. Naja, Tropius besiegt.
Oh, Tangolos. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, würde ich sagen. Und da nehme ich direkt Jake rein. Da tue ich kein, ja, da werde ich jetzt... Oh, nee. Ich schlaf, Bruder. Matschbomb. Ja, natürlich, ne? Natürlich kriegt der Teil erstmal einen Volltreffer, ne? Ist klar. Moment, das Ding ist aber auch... Ach, na, stimmt. Wir haben ja keine Bodenattacke. Moment mal. Dann nutzen wir mal den Sandsturm. Oh, jetzt nervt's aber. Jetzt nervt es aber so richtig. Ja, ich will ja auch auf Jake, den, ich will ja auch Jake heilen, nicht Captain Rex. Sonnentag, das ist gut. Das ist sehr gut. Ich bleibe jetzt aber erstmal bei ihm. Oder auch nicht. Okay, Julian, du bist wieder dran. Blut ist stärker durch den Sonnentag. Warum ist es schneller? Und warum trifft Schlafbruder so oft? Jetzt regt's mich auf. Ja, ist schneller. Klar. Ist klar, ist so klar. Ja, wach doch auf, Mensch. Ach, ich sag nichts mehr dazu. Ich sag dazu nichts mehr. Nächste Mal setze ich Lichtschild ein. Das hätte ich von vornherein machen sollen. Hätte ich von vornherein machen sollen. Ich gebe das zu. Ja, natürlich. Oder schafft er es ihn noch zu... Nein, schafft er nicht. Space Light, unsere letzte Hoffnung. Turbodreher. Das hat nichts abgezogen. What the hell? Ah ja, und jetzt kommt Sonntag. Es ist gegessen. Es ist gegessen hier. Das ist gegessen. Ja. Ohne Worte. Ohne Worte sage ich hierzu. Das nervt. Jetzt bist du dran, das schwöre ich dir. Jetzt bist du dran. Das war einfach nur lächerlich. Absolut lächerlich von dir. Jetzt schwöre ich dir, jetzt bist du dran. Oh, hör doch auf mit Egelsamen. Jetzt bist du dran, das schwöre ich dir. So. Nein, Egelsamen. Quatsch, nicht Egelsamen. Ich wollte natürlich, Lichtschild nutzen. Und außerdem ist dann nicht mehr dieser blöde Egel, ist der Egelsamen weg. Okay, Sonnentag. Okay, ich bleibe auch erstmal bei ihm. Weil da doch Sternschauer da doch ein bisschen was abgezogen hat. Ach, vergess es einfach. Oh, hat überlebt. Cool. Aber wenn er mit Solarstrahl agiert... Ach, vergess es einfach. Das war ein absoluter dummer Idiot. Feuerzahn. Warum? Okay. Okay, Matschbombe kannst du ruhig... Ja, natürlich. Und dann lebt das Ding noch. Alter, was hat dieses Tangolos genommen? Ja, freu dich mit seinem... Ja, endlich. Endlich konnte ich dieses Viech nicht mehr sehen. Okay, was kommt jetzt? Noctuska. Okay, Noctuska. Da setzen wir mal ihn hier ein. Aber wer weiß, was das Ding schon wieder drauf hat. Verwurzler, okay. Ist Pflanze Unlicht? Ja, und auch nicht so nett. Ja, wobei, das geht schon. Wobei, ich probiere mal wieder mit... Ach nee, der hat die Stacheln, ne? Der hat diese Stachlerfähigkeit. Ich lasse es lieber. Vergeltung. Okay, zum Glück ging seine Attacke daneben und jetzt ist er auch weg. Gut, Noctuska besiegt. Oh Gott. Oh Gott, jetzt kommt Roserade rein. Da werde ich wieder den Lichtschild einsetzen. Roserade habe ich absolute Respekt vor. Ich bin aber geil. Ich finde es geil, dass Rake schnell da ist. Okay, Zauberblatt, das überlebt er. Gut, dann werde ich mal nutzen, eben um Jack zu heilen. Ja, der ist jetzt tot, das ist mir klar. Aber das habe ich natürlich bewusst gemacht, denn jetzt
Hau den... Moment mal. Ich möchte mal eben kurz was gucken hier. Was ist stärker eigentlich? Er hat einen Spezialangriff 68, Angriff 46. Feuerzahn hat eine Stärke 65, das ist 40. Also Feuerzahn ist, glaube ich, dann doch ein bisschen stärker. Doch. Feuerzahn. Yes, one hit. Sehr nice. Alter. So, was kommt jetzt noch? Ein Tengulist. Okay, da könnten wir jetzt natürlich auch mit seinem Fußkick agieren, aber das hat natürlich jetzt nicht mehr geklappt. Aber ich bin nur froh, wenn wir diese Arena jetzt hier gleich durchhaben. Ja, freu dich über dein nicht vorhandenes Leben, Silvana. Oh, nicht Ränkeschmied. Ich muss den jetzt schnell besiegen. Triplette. Oh ja, natürlich. Feuerzahn. Okay, jetzt ist er tot. Muss er tot sein. Jawohl, gut. So, quatsch nicht viel. Ich will jetzt mein Teammitglied fangen. Ja. Danke für deine Nerven. Ich weiß, der Part war richtig schlecht und der Kampf vor allen Dingen und so weiter mit dem ganzen Speede und so. Ich gebe das zu, aber ist mir jetzt total egal. Wir haben eine Pflanzenattacke bekommen, Stachler. Freut mich. Ist mir jetzt auch egal. Wir gehen jetzt schnell zum Pokémon. Moment mal, haben wir schon die VM01 Zerschneider? Das wäre nämlich wichtig, dass wir die haben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir die schon haben oder nicht. Oder Moment mal. Nee, ich glaube, man kriegt die von Cynthia, glaube ich, hier. Wenn ich mich zumindest entsinne. Dann gehe ich jetzt nochmal kurz eben gucken. Und dann, wenn das ist, sehen wir uns gleich in dem Ort, wo ich dann hin will. Moment mal. Oh, oder nicht? Oder du? Hey, Takeru, du bist doch gekommen, dir die Pokémon-Shuttle anzusehen, stimmt's? Oh nein, das hat Julian auch nicht gemacht. Och nee. Oh nee. Aber was? Da ist nämlich der Freak schon wieder. Ah, hier haben wir ja die Pokémon-Shuttle der Stadt Ewi, genau. Fest miteinander verwoben, geben Zeit und Raum unserer Welt ihre Form. In Sinnoh verehrt man das Pokémon des Raumes und das der Zeit. Die Mythen Sinnohs müssen sie auf Wahrheiten überprüfen. Entschuldige, ich gehe zur Seite. Schneller. Danke. Oh hey, bei diesem Zusammenschluss kam eine brillante Idee, das ist genial. Ich weiß, wie man ganz leicht zu einem klasse Trainer wird. Na, wie klingt das? Also, pass auf, hör mir zu. Alle deine Angriffe müssen sitzen, der Gegner darf ihn nicht treffen. Ja, freu dich für deine tollen Worte. Ist mir jetzt total egal. Ich möchte jetzt endlich Zerschneider haben. Ah, und da ist sie schon. Okay. Oh, dieses Utensil da. Das ist dein Pokédex. Oh, da kommen alte Erinnerungen hoch. Entschuldige bitte. Wie heißt du denn? Schön, hallo Takeru. Den Namen werde ich mir merken. Mein Name ist Cynthia. Ich bin auch ein Trainer, genau wie du. Und ich studiere die Mythologie der Pokémon. Aus reiner Neugier. Hier in Ewi genau steht die Statue eines Pokémon des Altertums. Hast du sie dir schon angesehen? Die Legende besagt, dass es ein extrem wichtiges Pokémon gewesen sei. Wer weiß, vielleicht begegnest du auf deinen Reisen ja einem ähnlichen Pokémon. Nimm das hier mit, es wird dir sicher nützlich sein. Danke, Cynthia. Und jetzt quatsch nicht so viel rum. Ja, toll. Viel Glück auf deiner Reise. Ja, und danke, toll. So, jetzt sehen wir uns gleich im ewigen Wald. So, wo haben wir es denn, Zerschneider da? Das kriegt natürlich Captain Rex. Ja, Tackle. So, genau, hier setzen wir den Zerschneider ein. Und werden uns jetzt endlich unser Teammitglied holen. Da stand auch schon Silvana, aber es ist mir total egal. Oh, ist das, lass mich in Ruhe. Ich wollte eben kurz gucken, ob das da, Spukball ist. Nee, ist nur ein Äther. Uninteressant. Gut, hier gibt es einige besondere Pokémon in diesem Haus, aber das werde ich dann beim nächsten Mal machen. Ich werde Julian hier aber nicht rauslassen, das ist mir schon klar. Ich werde jetzt nur eben hier in dieser alten Villa jetzt nach diesem einen Pokémon Ausschau halten. Und da ist es schon. Aber ich möchte ein männliches haben. Nebulax tauchen hier oft auf. Deshalb, ich möchte jetzt ein männliches haben. Und dann stelle ich auch schon mal einen passenden nach vorne, nämlich Space Light. So. Na, kommt ihr mal. Oh, hier haben wir noch ein Item. Das sammle ich mir auch dann gleich noch eben ein. Ich möchte ein männliches haben, zum Teufel. Eine Riesenperle. Na dann. Och komm, jetzt nervt's aber ein bisschen. Ich möchte jetzt endlich noch unser letztes Teammitglied haben. Ja, das wäre natürlich noch besser, wenn es gleich in...
verwickelt ist. Na also, geht doch. Geht doch. So, Aquaknarre. Wir können nur mit Aquaknarre angreifen. Und das... ist gut. Ist gut, ist gut, ist gut. Also, Pokéball. Sollte reichen. Fluch kann er ja nur einmal einsetzen, denke ich mal. Jawohl, passt doch alles hier. Gut. So, Spitzen habe ich auch schon. Auch ein in letzter Zeit sehr aktiver Abonnent von mir. Es ist, jetzt muss ich nur gucken, ob das passt. Nee, das passt nicht. Da muss ich dich mit einem B schreiben. Ich denke mal, das wäre für dich okay. Das ist nämlich der Skill. Browser. Ach, das passt auch nicht hin. Dann nenne ich dich einfach nur Browser. Ich denke mal, du weißt dann, denke ich mal, dass du dich damit angesprochen fühlst. Oder soll ich ihn so anders nennen, weil der heißt auch Master LP. Jetzt weiß ich nicht, jetzt bin ich hier ein bisschen... Nein, dann nenne ich dich einfach... Ja komm, ich nenne dich jetzt einfach Browser, oder? Ist auch scheiße. Dann nenne ich dich einfach Ski-Browser. Ich denke mal, das findest du ja auch okay. Das hört sich ja noch am besten an. Ich denke mal, du weißt, dass du gemeint bist. Und dann passt das alles so. R-O-W-S-E und R. Okay. So. Gut, dann werde ich jetzt eben zum Pokémon Center gehen und dann werde ich euch gleich zeigen, wo ich ihn rauslassen werde. So. Was Julian kann, das kann ich noch viel, viel mehr. Aber absolut kann ich das viel, viel mehr. So. Nebulak. Du kommst mit ins Team. Für Glutexo. So, und die anderen Pokémon werden wir jetzt mal alle schön auf eine Box legen, wo er das nicht bemerkt. So, oder wo er die zumindest nicht im ersten Moment findet. Das können wir auch, mein Freund. Das können wir auch. So, dann kommt noch Rack weg. So, und Julian auch. So. Damit er nur die beiden trainiert, die er auch trainieren soll. Na, wobei, ihr könnt natürlich noch Mario trainieren, aber das wird er ja dann schon sehen. So, natürlich lassen wir ihn dann auch wieder auf Box 1 raus, damit er auch unser Celebi sehen kann. So. Wunderbar, wunderbar. Und dann werde ich jetzt nochmal mein Team bewegen. Natürlich kommt... Ah ne, Skill Browser muss dann nach vorne oder Ski Browser in dem Fall. Ja, ansonsten passt das alles. Gut. Jetzt natürlich noch zum nächsten Trainer und dann werde ich abspeichern. Der Part ist bestimmt schon wieder ellenlang. Ich habe zwar natürlich ein bisschen mal gecuttet, aber das war auch nicht so... Ich hatte das natürlich nicht auf dem Schirm, dass ich, unsere Freundin, Silvana nochmal besiegen musste. Naja. Oh, natürlich das auch noch. Hallo, junges Wesen, ich bin's. Ich, ja, bei meinem wandelbaren Wesen erkennt man mich nicht immer sofort. Schließlich gehöre ich zur Top-Elite der internationalen Polizei. Das ist naheliegend, dass ein jeder auf meine Verkleidung reinfällt. Ja, der Clown namens Lebel. Unter vier Augen möchte ich dir auch eins sagen. Deine Fähigkeiten als Trainer sind überragend. Es ist ja wohl klar, dass mir das klar ist. Nicht umsonst bin ich ein Profi. Aus diesem Grund denke ich nicht, dass dir große Schwierigkeiten bevorstehen. Doch solltest du immer Vorsicht walten lassen. Finstere Suspekte sind überall. Ja, weil wir auch hier bei einem Hauptquartier von denen sind. Aber genug geplänkelt, ich habe einen Rat für dich. Jedes Stockwerk hier hat zwei Aufgänge. Zweifellos ist eine immer eine Falle. Diese Ganoven von Team Galactic sind, wie sollen wir sagen, sie sind einfach nicht so helle wie du und ich etwa. Du kannst bestimmt leicht herausfinden, welchen Aufgang du nehmen musst. Aber wir werden, hoffe ich zumindest mal, dass das Julian macht, jeden Aufgang benutzen. So, ich werde jetzt natürlich nur in diesen Kampf reinrennen. Das darf dann Julian machen. Ich hoffe mal, ihr habt euch gefallen, trotz dieser unannehmlichen Umstände. Und dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part von Pokémon Bluey Platin. Schaut unbedingt bei Julian vorbei. Bis dann und tschüss, euer Jake. Oh yeah.